Die anderen, ihr wollt ja was bewegen, ihr wollt was machen, was reisen. Und da ist ja Angst eher scheiße. Ja? Einfach eine Grundangst und denkt euch irgendeinen Käse zu aus. Das darf aber jetzt kein guter Käse sein oder auch kein mittelschlechter Käse. Nee, immer der sogenannte Wurstkäse. Gut, ihr werdet jetzt wahrscheinlich erst einmal denken, der Martin, was macht denn der jetzt hier? Der macht doch eigentlich nur Blödsinn. Ja, und es ist auch wirklich so, also bis vor einem halben Jahr habe ich das Wort Spiegel auch nur im Zusammenhang mit meiner Stereoanlage gekannt. Mittlerweile kenne ich aber auch schon so Wörter wie Influenza oder Stadabe. Wobei ich am Anfang erst gedacht habe, das wäre so ein Knopf an meinem Rasenmäher. Also wie gesagt, warum bin ich hier? Weil der Angel hat mich gefragt, ob ich mal dazukommen will. Habe ich gedacht, naja, mal Hallo sagen, vielleicht jemand ansagen, anmoderieren. Und dann hat er schlicht gesagt, Martin, du hast 20 Minuten Zeit. Für deine Keynote. Schon wieder so ein Wort, was ich gar nicht gekannt habe. Und vor allem 20 Minuten, was sage ich denn da? Ich bin doch kein Spiegel. Ich kann doch gar nicht Spiegel. Ich muss echt sagen, ich habe richtig Bammel gekriegt. Und damit wären wir jetzt auch direkt schon bei meiner Keynote gelandet. Das Thema Angst. Ja, genau. Ich weiß nicht, hat von euch jemand vielleicht schon mal irgendwie mit dem Gefühl Kontakt gehabt? Doch, schon ein paar, ja. Ich meine, ihr seid ja, also viele sind noch jung, gell, und auch die anderen, ihr wollt ja was bewegen, ihr wollt was machen, was reisen. Und da ist ja Angst eher scheiße. Ja? Also das habe ich auch, ja, habe ich selber auch am eigenen Leib erfahren, das mit der Angst, weil ich bin ja, muss ich wirklich sagen, ich bin im Angsthaben ein absoluter Profi. Und als Profi-Angstlappe weiß man vor allem, wie man sich in so eine Angst richtig schön reinsteigert. Ihr nehmt einfach eine Grundangst und denkt euch irgendeinen Käse zu aus. Das darf aber jetzt kein guter Käse sein oder auch kein mittelschlechter Käse. Nee, immer der sogenannte Wurstkäse. Wurstkäse, kennt ihr? Ja. Sind zwei uralte hessische Wörter, Wurst und Käse. Wenn die zusammen auf dem Teller liegen, dann hat man praktisch Wurstkäse. Ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Beispiel wäre jetzt angenommen, ihr seid unterwegs, weg von daheim und auf einmal fällt euch ein, ach, ich glaube, die Haustür ist noch auf. Da habt ihr schon einmal eine Grundangst. Und die Worst-Case-Gedanken dazu wären jetzt, ach, ich glaube, die Haustür ist auf Mist, was da alles passieren kann. Wer weiß, wen das alles anlockt jetzt. Oh. Vielleicht irgendwelche Einbrecher. Wahrscheinlich eine von den gefährlichen rumänischen Banden, die alles kurz und klein schlagen und dann noch mein ganzes Schnaps leer saufen. Und dann sind sie besoffen, dann breche sie auf meinen Teppich. Ach, oh, das stinkt. Wer weiß, vielleicht vergehen sie sich noch an meine Katz. Und wenn ich abends heimkomme, lauern sie mir schon auf an der Haustür. Ich kriege eins über die Rübe gezogen, falle in Ohnmacht. Wenn ich dann ohnmächtig auf dem Boden liege, dann schnibbeln sie mich auf, hole die ganzen Organe raus und verkloppe sie auf eBay. Wäschkäse.
Ja. Mein Tipp aber jetzt an euch, denkt Richtung Best Case. Ich könnte ja jetzt auch denken, ah, ich glaube, ich habe die Haustür aufgelassen. Super! Klasse! Wer weiß, wen das jetzt anlockt. Ne? Vielleicht, oh, vielleicht eine Einbrecherin. Oder vielleicht sogar eine ganze Bande. Ja. Lauter hübsche, sexy Rumäninnen. Oh, oh, oh. Wärst du dabei, oder? Ja. Die lauern mir dann der Abend auf, wenn ich heimkomme. Oh, und falle über mich her, du mich vernaschen. Knutsche mich ab wie ein Rudel Elchkühe. Strecke mir die Zunge in den Hals bis an die Mandel. Also, wie gesagt, es geht immer um positive Visionen. Muss ich euch ja nicht erzählen jetzt hier als Startupper und so. Aber ich selber war schon immer, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ein ziemlicher Angsthase gewesen. Schon damals in der Schule, im 6., 7. Schuljahr ungefähr, da war ich noch schüchtern bis in kleine Finger. Trotzdem, ich war immer total verknallt in irgendein schnuckeliges, schneckeliges Zuckerschneckchen. Aber als total schüchterner Bub, da traut man sich natürlich jetzt nicht, das Zuckerschneckchen anzusprechen. Also muss ich mir irgendwas überlegen. Irgendwas, was könnte ich noch machen, dass ich so beeindrucke? Und dann hatte ich gerade die Idee. Ich trage einfach auf der nächsten Klassenfeier trage ich ein ganz lustiges Sketch vor, mit dem meine Tante Hildegard seit Jahren schon auf jedem Geburtstag total abräumt. Ha, damit kriege ich es alle. Vor allem, habe ich gedacht, vor allem die kleine, süße, goldige Katja, in die ich total verknallt war. Gut, irgendwann war es dann soweit. Ich stand dann also schließlich mit so 13,5 vor meinem ersten Auftritt als Stand-up-Startupper. Und mir war vor Angst und Aufregung kotzelend gewesen. So elend. Und mir sind natürlich schlagartig, sind mir auch die albtraumhafteste Gedanke durch den Kopf gegangen. Was mache ich, wenn ich jetzt da vorne stehe und vor lauter Angst kriege ich kein Wort raus? Vielleicht habe ich so viel Angst, dass ich vor Angst in Ohnmacht falle. Knalle vielleicht mit meinem Kopf auf der harte Steinfußboden. Da muss der Notarzt kommen. Oder vielleicht sogar der Rettungshubschrauber. Aber wie soll der nur landen auf dem kleinen Schulhof? Der kann nicht landen, der fliegt wieder weg. Ah, Scheiße, da muss ich sterben. Also so Worst-Case-Gedanken, die vermultifache ja die Angst. Ja, deshalb habe ich mir also wirklich fast in die Hose geschissen. Die Leute waren natürlich an mir, also meine ganze Klassenkameraden wollte unbedingt, dass ich den Sketch vor. Ich habe es ja groß ausposaunt, ich Blödmann. Aber ich habe gesagt, nee, ich kann nicht mehr so schlecht, ich muss brechen. Bis dann eine zu mir kommt, mich an der Hand nimmt und nach vorne zieht. Die kleine, goldige Katja, in die ich total verknallt war. Und klar, natürlich in dem Moment war schlagartig, war die Situation komplett anders. Ich war auf einmal, war ich praktisch der stolze Held, der Prinz, der für seine Prinzessin in die Arena geht. Ich meine, ihr kennt sicher all das Gefühl, wenn man total verliebt ist, hat man auf einmal vor nichts und niemand mehr Angst. Kennt ihr das? Die Angst ist weg, kann nicht mehr existieren, nicht, wenn man verliebt. Also deshalb mein Tipp an euch, verliebt euch. Ja? Seid einfach verliebt.
Seid immer verliebt, scheißegal in wen oder was. Ich habe mich heute schon über 100 Mal verliebt. Wirklich, also Liebe, da kann ich... Ich bin dann auch nach vorne, gell? Gut. Ich war natürlich immer noch, ich meine, es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, das erste Wort rauszubringen, aber ich gucke jetzt wie, ich meine, es war nicht so ganz so viel, meine Klasse, gell? Aber alle gucken auch so ganz lieb und freundlich, ich sehe das so viel, die wollen, dass ich das mache. Und okay, das erste Wort draußen und auf einmal läuft das wie geschmiert. Ich weiß auch nicht, was. Alle sind auf einmal am Lachen, der Saal ist am Toben. Ich bin erfolgreicher wie die Tante Hildegard. Die kann jetzt einpacken. Hammer hier. Und auf der nächsten Klassenfahrt nach Österreich dürfte ich als einziger von den Jungs abends ins Schlafzimmer von den Mädchen. Einzige Bedingung, ich muss 5-mal hintereinander den Sketch von der Tante Hildegard machen. In meinem hellblauen Frotteschlafanzug. Mit einem Kätzchen, einem Entchen und einem Bärchen vorne dran. Die Mädels sind ausgerastet. Meine ganzen Klassenkameraden sind heute noch neidisch auf mich, gell? Dass ich ins Klassenzimmer von den Mädchen konnte. Ja, und jetzt, warum habe ich das geschafft? Weil ich einfach meine Schüchternheit, meine Angst umgewandelt habe in eine Art Rambesau-Energie. Kann jeder von euch. Ist nur eine Art von Energy, kann man machen, was man will. Es gab aber später immer wieder natürlich Situationen, Auftritte, vor denen ich total Angst gehabt habe, wo ich fast gestorben bin. Zum Beispiel 1990 Mainzer Unterhaus, ein ganz bekanntes Theater, ich total unbekannt. Deshalb war es auch nicht ganz ausverkauft, mit 7 Leuten. Von denen 7 Zuschauer waren 2 die Geschäftsführer von dem Theater. Und 2 Pressekritiker, die lachen ja schon mal sowieso nicht. Habe ich gedacht, wie soll dann jetzt sowas entstehen? Wie Stimmung, wie Spaß. Also es war wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr, vielleicht habt ihr das bestimmt schon mal erlebt, ihr erzählt jemandem einen Witz, wenn der nicht lacht, probiert das vielleicht noch einmal. Wenn er dann immer noch nicht lacht, dann macht man vielleicht noch einen dritten Versuch, aber dann hält man es am Maul. Konnte ich ja nicht. Ich konnte ja nicht aufhören, ich muss immer weiter und praktisch ein Gag nach dem anderen beerdigen. Deshalb war auch Stimmung wie in einer Leichenhalle. Absolut keine Reaktion. Ich habe gedacht, was mache ich denn falsch? Kann dann nicht einer von euch, habe ich gedacht, vielleicht ein bisschen schmunzeln, ein bisschen lächeln. Ich bin natürlich vor lauter Angst und Nervosität immer schneller geworden. Immer schneller und schneller. Also ich hatte überhaupt kein Timing mehr. Timing, nicht, war total im Arsch. Und statt Spaß vermittel ich nur noch Stress und Anspannung. Und mein inneres Leiden spiegelt sich sozusagen in den 7 Gesichtern vor mir wieder. Nur einer, da sehe ich einen von den 7, der ist sehr sympathisch. Guckt mich ganz nett an, zumindest. Gell? Und den habe ich mir dann schließlich als guter Onkel ausgesucht, den ich dann immer wieder angeguckt habe. Deshalb jetzt auch mal ein Tipp an euch, wenn ihr vielleicht mal einen Vortrag halten müsst, vor Leuten was sagen, ihr seid ein bisschen nervös, guckt euch ein guter Onkel aus im Publikum. Der kann auch eine Frau sein. Ja. Also sowas hilft immer, aber wie gesagt, das war die Hölle in Mainz. In der Pause habe ich zu meinem Tontechniker gesagt in der Garderobe, ich gehe da nicht mehr raus, kannst machen, was ich will, was du willst. Sagt er aber, Martin, wenn du da jetzt wieder rausgehst,
Wenn du das überlebst, überlebst du alles. Und so war es. Ich lebe ja noch. Gell? Also, ja, das ist wirklich, ich meine, es hat sogar im zweiten Teil, hat sogar in drei von denen Gesichter ein bisschen gezuckt. Ich schwöre, ich war dabei gewesen. Gell? Die haben schon fast gelacht. Gut, es ist natürlich immer so, am Anfang von einer Show oder Vortrag, oft ist die Mimik von den Leuten fast wie eingefroren. Muss kein Parkinson sein. Nee. Die meisten haben einfach vergessen, dass die Muskeln im Gesicht, dass sie sich bewegen lassen. Ja, weil, wo hat man nämlich die meisten Muskeln? Im Gehirn. Das funktioniert ja, auch bei mir. Also wie gesagt, also nicht im Hinnen, im Gesicht. 49 Muskeln, im Popo hat man nur 3. Gut, manche Leute nutzen auch nur 3 Muskeln im Gesicht. Das sind dann die Arschgesichter. Aber, jo. Von denen haben wir ja hier keine dabei. Vielleicht noch ein Trick. Am Anfang ist immer ganz gut, vielleicht eine Übung zu machen, um die Muskeln im Gesicht ein bisschen zu lockern. Gerade hier um die Backe rum. Man kann zum Beispiel die Übung machen, mit der Backe zu schlappen. Ich mache es mal vor, das geht so. Ja, lockert hier so schön die Backe, Muskulatur. Machen wir mal zusammen, ja, einmal die ganze Gruppe. Eine Runde schlappen, 3, 4. Ja, sehr gut, kann ruhig ein bisschen spritzen. Macht nichts, wenn die Nachbarin ein bisschen nass wird. Ist nur ein Zeichen, dass sie entspannt. Ja, könnt ihr auch jeden Moment machen. Im Badezimmer vorm Spiegel. Genauso auch wie die sogenannte Scheißdruff-Programmierung. Hat meine Oma erfunden übrigens. Meine Oma ist jeden Morgen aufgestanden, hat in den Spiegel geguckt und gesagt, gute Morgen, liebe Sascha. Leckt mich am Arsch, bis morgen. Ja. Machen wir vielleicht auch mal zusammen. Machen wir mal zusammen, ja, ich spreche es noch mal vor, ihr sprecht es danach. Gute Morgen, liebe Sascha. Ja, das Hessisch ist noch nicht so bei jedem ausgeprägt hier, gell? Zweiter Teil geht so. Leck mich am Arsch, bis morgen. Super, jeden Tag. Einmal vor den Spiegel gestellt, die Übung gemacht, ihr habt nie mehr Sascha. Außer Mosche, aber Mosche, also morgen, kommt ja, jetzt probiere ich es nochmal, Mosche kommt ja, nee, nicht nachsprechen, das war jetzt so ein bisschen anspruchsvoll, ihr müsst den Satz vervollständigen. Ja, habe ich heute schon öfters beobachtet, das wird hier gemacht. Also, Mosche kommt ja nie, genau, nie, da hat es jemand gehabt. Nie, weil es ist ja immer heute, ja genau, es ist immer heute, da kannst du machen, was du willst. Ja. Also wie gesagt, ein paar schöne Übungen, tut immer gut, bevor man sowas hat. Ja, um noch einmal an meinen Auftritt in Mainz anzuknüpfen. Es waren also wirklich immer die aller schlimmsten Auftritte, aus denen ich am allermeisten gelernt habe. Deshalb freut euch, wenn ihr mal so richtig schön abkackt. Was Besseres kann euch eigentlich nicht passieren. Und ja, freut euch drauf, zelebriert's. War ja später auch immer noch mal so, dass ich die Hose voll gehabt habe vor irgendwelche Sachen. Heute natürlich auch. Gell? Schon zum Beispiel damals erinnere ich mich auch die erste Aufzeichnung für den Quatsch Comedy Club.
Also mal Fernsehen, ich war natürlich tierisch aufgeregt. Habe ich gedacht, hoffentlich lachen die Leute. Was? Und einer von meinen Kollegen hat das ein bisschen beobachtet, dass mir so der Stift gegangen ist. Ganz lieber Kollege, der Olli Dittrich, Ditsche, der ist dann zu mir gekommen und hat dann gesagt, Martin, mach dir keinen Kopf. Ob du jetzt viel lache oder wenig, hä? Spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du rauskommst, die Leute, die mögen dich, einfach weil du bist, wie du bist. Alles andere ist Zugabe. Ja, da muss ich erst noch mal drüber nachdenken, was meint der? Ich meine, klar, ich bin so, wie ich bin, so bin ich halt, wie soll ich sonst sein? Aber scheinbar wollen halt viele doch irgendwas sein, was sie nicht sind. Deshalb, es ist wirklich so, dass man allein schon mal dafür belohnt wird, dass man sich so zeigt, wie man wirklich ist. Also dafür bin ich dem Olli wirklich sehr dankbar. Gerade, ich meine, wenn man Angst hat, ist ja auch so, man fühlt sich sehr einsam in dem Moment. Deshalb auch ein Aufruf jetzt an uns alle, wenn man in seinem Umfeld vielleicht jemanden sieht, der ein bisschen Angst hat oder sonst irgendwie, dem man helfen kann, einfach zu ihm gehen. Ein paar warme Worte. Kostet nichts, aber es tut echt so gut. Tut richtig gut. Vielleicht noch ein kleiner praktischer Tipp auch. Wenn ihr aufgeregt seid, auch vor irgendeinem wichtigen Gespräch oder sonst was, sucht euch ein Krafttier. Ich hatte ja damals gleich drei auf meinem hellblauen Frodo-Schlafanzug. Ein Kätzchen und ein Entchen und ein Bärchen. Gut, es gibt natürlich auch noch Krafttiere, die haben ein bisschen mehr Power, also Entchen. Zum Beispiel, manchmal mache ich die Übung, ich brüll wie ein Tiger. Machen wir mal alle zusammen, ja? Drei, vier. Ja, so will ich euch hören. Also einfach der Angst die Zähne zeigen. So praktisch gibt es noch viel, kann man auch nachlesen, gell, in dem Buch, was ich noch nicht geschrieben habe. Aber dann, wie gesagt, zum Schluss möchte ich jetzt noch eine kleine Erinnerung möchte ich noch mit euch teilen. Und zwar war das auch Mitte 90er Jahre in München. Da haben wir die Comedy Factory gedreht. Das waren so Sketche. Und vor irgendeinem Sketch, vor einer Szene, kommt dann der Regisseur zu mir und sagt, Martin, in der nächsten Szene hast du keinen Text. Musst nichts sagen. Da stehst du einfach da vorne, unter dem Baum und bist glücklich. Gut, man muss ja auch immer machen, was so ein Regisseur sagt. Dann bin ich unter dem Baum gegangen, habe mich da hingestellt und auf sein Kommando und bitte war ich glücklich. Richtig glücklich. Also, es ist ganz einfach, ihr müsst euch einfach immer nur die richtige Regieanweisung geben. Sei glücklich. Vielen Dank. Ciao. Ciao.